liebe Leute, wir sind hier an der IME bei einem nächsten Programmpunkt. Wir haben ja am Maschteich die Floating Gardens, Flow Garden installiert mit 5 Schwimmmodulen. Und eins davon haben wir heute an die IME geholt, um mal zu schauen, inwieweit man auch mit Fließgewässern arbeiten kann. Und wir werden gleich mit den Floß in See stechen oder im Fluss vielmehr. Und es gibt auch eine Lichtinstallation, die der Martin da vorbereitet hat. Was verbirgt sich dahinter? Genau, also diese Lichtinstallation haben wir gestern schon ausgiebig getestet. Wir haben einmal ein LED-Band, was oben rumläuft, und wir haben zwei Rot-Grün-Blau-Strahler, die ich nachher anmache. Und das Schöne ist, wir können wirklich mitten auf dem Wasser sein, weil ich habe einen 230-Volt-Akku, der uns damit Strom versorgt. Und wir sind wirklich komplett unabhängig vom Strom. Und das ist natürlich super für so eine Insel geschaffen. Einmal voll auf dem Weg. Also an dieser Küche ist das Besondere, dass wir versucht haben, das Ganze möglichst klimaneutral zu gestalten. Und wir kochen zum Beispiel mit Holzpellets, die halt durch die besondere Form des Ofens eine extreme Hitze entwickeln. Es ist so, dass wir die Leute halt auch gerne dazu bewegen wollen, selber aktiv zu werden. Und deshalb ist es so, dass wir halt alles vorbereitet haben. Die Leute jetzt selber ihre Fladen ausrollen dürfen, die dann auf diese Öfen kommen, und dann dürfen die auch noch selber belegen, weil dann kann jeder das nach seinem Geschmack machen. Nun wurden in dem jahrelangen Prozess zuvor bis zum September 2015 von wirklich tausenden Wissenschaftlerinnen diese globalen Nachhaltigkeitsziele entwickelt, und es haben tatsächlich 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen diese globalen Nachhaltigkeitsziele, insgesamt 17, willkommen geheißen. Und diese 17 Ziele markieren für mich so etwas wie die Landkarte der Weltrettung, weil sie nämlich alle Baustellen und Herausforderungen, die die Menschheit sich selbst geschaffen hat, in einer Matrix sozusagen versammeln. Ich habe als Kind im Grundschulalter eine kleine Seilbahn gebaut um unsere Essecke herum, und das hat mir Spaß gemacht. Und als dann die Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit sagte, hey, und komm, und Ideen, da habe ich den Traum gehabt, ja, wir brauchen eine Seilbahn von der Glocksee aufs IME-Zentrum bis rüber zur Faust und vielleicht noch weiter. Die erste Seilbahn Hannovers, Stadtseilbahn. Naja, und dann kam es einfach zu der Idee, dann lass uns doch ein kleines Modell hier schon mal bauen. Und es geht darum, Nachrichten zu transportieren, die wir gesammelt haben, die Leute uns geschickt haben, wie man sozusagen Do-it-yourself-Klimaschutz in seiner eigenen Lebensumwelt machen kann. Also kleine Tipps, die Kleinigkeiten sind, die jeder beherzigen kann, tun kann, ohne das Gefühl zu haben, er muss sein ganzes Leben verändern. Aber dadurch, dass es ganz viele Leute machen, verändert sich einfach das Leben. Und dafür dient unser geflügelter Wagen, um das, was da oben ankommt im Rechner, hier mit Karacho rüber zu schicken ganz fest und zu veröffentlichen. Steffi, eine Frage. Was war in diesem Wagen drin? Hast du schon mal geschafft, durchzuschauen? Es wird eine improvisatorische Wundertüte, glaube ich. Also was ich jetzt schon mal gesehen habe, ist eine Kartensammlung. Und zwar ist die vom Climate Culture Lab. Das Climate Culture Lab ist ein Projekt des PESTEL-Instituts gewesen. Dieses Projekt Climate Culture Lab, da geht es genau darum, ein Klimakulturbewusstsein zu entwickeln. Also zum Bewusstseinswandel beizutragen, dass wir Klimaschutz wie selbstverständlich leben. Das Climate Culture Lab ist die letzten 3 Jahre durch alle Bundesländer der Republik getourt und hat mit den Kommunen, mit der Zivilgesellschaft, mit Firmen gemeinsam diese Klimakulturwerkstätten durchgeführt. Und in jeder dieser Städte sind 4 bis 7 Ideen entstanden, Projektideen, die ich illustrieren durfte. Deswegen habe ich diese ganzen Karten auch einfach mal so machen können.
Und ich habe jetzt von diesen über 60 Projektideen aus ganz Deutschland 32 interessantesten rausgesucht und daraus dieses Kartenset entwickelt. Und dann geht es hier ganz viel um Lebensmittel, es geht um einen gemeinschaftlich zu bewirtschaftenden Kühlschrank, es geht um Kochaktionen mit Foodsharing, also mit geretteten Lebensmitteln, es geht um das Thema solidarische Landwirtschaft, es gibt ja hier in Hannover mittlerweile 3 Solawis, solidarische Landwirtschaften, und es geht um das Thema Klimadinner. So, dann habe ich noch 2 einzelne Cluster, einmal Ehrenamtsbörse, und den Loseladen, heißt also einen Laden, der ohne Verpackung funktioniert. Also es gibt einen schönen Spruch, den habe ich mir zusammen mit meinem Sohn ausgedacht. Pipi gehört ins Klo und sowieso. Das geht auch mit den ganz Kleinen. Und zwar ist es von Natur aus ein Grundbedürfnis von den Säuglingen, dass sie sich selber nicht schmutzig machen, wenn ich mit dem Windelfrei bzw. Abhalten von Babys ihnen ermögliche, ohne Windel auszuscheiden. Vor dem 3. Monat anfange, habe ich super Chancen, dass sie sich halt früher melden und dann auch wirklich wesentlich einfacher trocken werden. Extinction Rebellion, wir sind der Aufstand gegen das Aussterben. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch zivilen Ungehorsam eigentlich nur noch Ziele erreichen können, Klimaziele überhaupt erreichen können, weil wir ja auch schon bereits am Freitag gesehen haben, dass sich die Politik anscheinend nicht sehr dafür interessiert hat, was denn eigentlich in der Welt jetzt gerade abgeht, in Sachen Klimagerechtigkeit vor allen Dingen, aber auch natürlich in Sachen Klimaschutz. Und wir sind der Meinung, dass Demonstrationen gut sind, auch die Massen, die tatsächlich auf der Straße waren, aber wir sagen, das muss langfristig stattfinden und es muss vor allen Dingen stören. Und ich möchte zum Schluss sagen, Make World Wonder, also wieder ganz eigennützig auf mein Projekt hinweisen. Und ich habe ein Kartenspiel entwickelt und damit kann die Kartierung und die Clusterung weitergehen. Die Karte von morgen ist eine Map, eine Karte, auf der wir nachhaltige Unternehmen und Initiativen eintragen. Das heißt, ich trage das im Laptop ein, eine Karte, die man auch selber befüllen kann, aber im Prinzip bin ich diejenige, die diese Sachen sammelt, und 140 haben wir mittlerweile. Und ja, ich arbeite daran, dass ich die 200 voll kriege. Und wenn jemand was weiß, möge er sich gern an Kultur des Wandels wenden und sagen, hier, ich bin eine nachhaltige Initiative, ich möchte gerne auf dieser Karte stehen. Kultur des Wandels, KDW, findet man im Internet. Stille. Ab und zu das Geräusch der Traktoren, das Kratzen meines Füllers oder meine Musik, die leise aus den Boxen geht. Ansonsten? Nichts. An einem Ort wie diesem, wo es friedlich ist, so ruhig, da ist es anders, doch schwer vorstellbar. Doch ist es anderswo, anders als so. Alle Frauen, die ich kenne, sagen, ich kann kochen, ich mach Nudeln mit den allerbesten Soßen. Alle haben sie mich lieb, aber lieben will mich keine, gegen eine Regel hab ich doch verstoßen. Will mir eine in die Augen schauen, muss ich erst sagen, setz dich. Denn ich bin nur 1,65 Meter, la la, la 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 la. La 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 la. Du bist ein Mensch der letzten Stunde, erahnst des Lebens Niedergang. Der Krater wächst, die kalte Wunde, und bricht in zwei, es fragt sich wann. Es geht darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt irgendwas zu ändern, also die Welt zu dem Ort zu machen, wie sie meinen, dass sie, wie sie sein soll. Genau. Und das, finde ich, trifft sich am Makers for Humanity Lab super, weil das ist relativ chaotisch organisiert, was viel Raum gibt, damit die Menschen dort auch selbst aktiv werden, weil man eben auch angehalten wird dazu, selbst tätig zu werden und sich nicht auf die gemachten Strukturen und nicht ins gemachte Netz setzen kann. Machen Sie zusammen eine nachhaltige Firma mit und beschäftigen uns mit Upcycling. Im Moment haben wir das Projekt, dass wir alte Wertstofftonnen, alte Mülltonnen von AHA aufmöbeln und denen ein neues Leben einhauchen. Zum Beispiel ein Hocker.
eine Sackkarre draus machen. In Hannover werden von AH jedes Jahr 20.000 Tonnen verbrannt. Die nehmen sie einfach raus und die sind oft, wie wir festgestellt haben, nicht zerstört. Die kann man einsetzen. Also haben wir eine Transporttonne gemacht, eine Pakettonne, eine Außenbordmotor-Testtonne, eine Komposttoilette gebaut und. Wir denken, wir sparen damit ein paar Kilogramm CO2 und irgendwie muss man ja anfangen. Wir sind ein Verein, der sich letztes Jahr gegründet hat. Wir haben einen Förderantrag geschrieben beim Bundesministerium für Baustadt und Raumforschung und auch gewonnen, wo es darum geht, nachbarschaftliche Stadtgestaltung oder zivilgesellschaftliche Stadtentwicklung irgendwie zu erforschen auch. Und, eins der ersten Projekte, was wir hatten, war, also eines der ersten konkreten Produkte, was wir schaffen wollten, war der Raumwagen. Das ist das, was man hier hinter mir sieht. Das ist ein Interventionsmobil, das wurde entwickelt in Kooperation mit der Fakultät Landschaftsarchitektur und Architektur von der Leibniz-Universität. Und da dann ein Seminar, also wir haben es geschafft, dass da ein Seminar draus entsteht. Und in dem Kurs haben 15 Architektinnen zuerst im ersten Abschnitt das Ding komplett entworfen und im zweiten Abschnitt auch gebaut. Und der ist jetzt seit 2 Monaten etwa einsatzbereit. Es hat noch keine Tücken, die ausgearbeitet werden müssen, aber es ist grundsätzlich bereit und wird als Bühne eingesetzt, kann aber auch als Küche eingesetzt werden, als Werkstatt und so weiter. Und insgesamt mit der Gesellschaft Plus haben wir aber darüber hinaus noch das Ziel, auch einfach Leute zu aktivieren. Und dieser Raumwagen ist eine der Möglichkeiten dazu, weil man einfach sagen kann, ich möchte jetzt eine Aktion starten, stell das Ding dahin und es geht los.